Dann sitzt ihr ganz gemütlich und steuert nur mit einer Hand auf meinem Lenkrad. Ich brauche eine Fahrkarte. Bis dann, du bist die ganze Zeit an meiner Dampf- oder an meiner Wasserflasche. Ich will auch ein Lenkrad Lenkst haben. Lenkst du denn auch ordentlich? Ich mache alles hier. Und dann, ich bin Eurotruck-Simulator gefahren. Steht bei dir denn auch immer da, dass du blinkst, wenn du in die Haltestelle reinfährst mit einem Blinker? Natürlich. Da steht's auch. Nein, da steht's überhaupt nicht. Das gibt es gar nicht. Bei mir funktioniert das nicht. Jedes Mal, wenn ich in die Kackdinger reingefahren bin, nichts. Blinker korrekt gesetzt. Nein, das steht da nicht. So, warte, da steht jetzt? Nein. Nächster Halt, Westspeicher. Jetzt verstehst du auch nicht da. Hast du Glück gehabt. Ha. Ha. Haha. Haha. Ha, haha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Wer ist ein Auto reingefahren? Der Drecksack. Aber da Ryan ja eh nicht für mich aufsteigt, kann ich auch weiterfahren. Ganz traurig und einsam. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Du steigst ja eh nicht für mich aus. Ich brauche einige. Und da vorne! Ich hab's eilig! Dass ich sie nicht mehr sehen will, wie oft noch? Tschüss. Wie war eigentlich ihr Wochenende? Gut. Gut. Ich lebe. Bescheiden. Ich hab's überlebt. Ich atme. Was? Ja, stimmt, ist noch nicht ganz vorbei. Nach dem heutigen Abend liegt's wahrscheinlich K.O. in der Ecke. Gruyère, Gruyère, Gruyère. Ah, stimmt, es war Gruyère. K.O. in der Ecke. Guck da, blinke rechts an der Bushaltestelle. Nee. Nee, nee, das gibt's nicht. Doch, das stand da. Nein. Oh. Bei mir gibt's sowas nicht. Das steht bei mir nie. Du blinkst ja auch nicht. Nö, nicht mehr. Ich habe ja nicht mal wieder fahrende Leute. Ein Wochenticket. Ich möchte Leute umfahren. Hast schon einen, das reicht für die ganzen nächsten Monat. Nee, das reicht doch nicht. Ich brauche noch mehr. Noch mehr erst Opfer. In der Tür stehen und dann nicht mal ein Ticket haben. Ja, das sind die richtigen hier. Oh, ich komm Kitty näher. Kitty! Ja? Ich bin gleich bei dir. Ja, ich bin aber schon weitergefahren. Ich seh's. Niemand hält für mich an. Ja, sorry, ich hab's eilig. Ich bin nicht so ganz im Zeitplan. Niemand hält für mich an. Weißt du, Ryan ist im Zeitplan fertig von mir. Sie blockieren die Tür. Ich bin eine ganz unglückliche Sampfote. Danke. Ich sitze nachher heulend in der Ecke. Nein. Doch, niemand hat mich lieb. Doch. Kann ich bitte eine Fahrkarte Nein. haben? Niemand. Daria, ich komme extra für dich zurück. Klar. Ja. Ich hab gewendet. Jetzt würde ich nie wieder hören, dass ich angeblich ein Schleimer wäre, ja? Also jetzt reicht's. Kitty! Oh Gott, und jetzt aber vorgehen. Ja, hallo. Ich hab extra gewendet. Hättest du jetzt aber nicht extra machen müssen. Aber danke. Warte. Dafür unter. Augenblick. Was? Guck ich extra bei dir die Fahrkarten durch. So. Und nimm den Müll bei dir mit. So. Ja, ich mach das meistens. Also den Müll nehme ich immer am Ende mit. Das weiterfahren. Alles kontrolliert. Meine asiatischen Freundin. Hi. Die Einkackalte? Ja. Die geht immer noch so, als wenn sie ein volles Höschen die hätte. Die macht sich nie sauber. Oh.
Ich hab dich lieb, Ryan, aber. Busfahrer, wenden in einem Zug. Na klar. Ja, bitte. Du musst es doch mit dir klären. Ja. Jetzt weiß ich zumindest, warum die Leute sagen, es stinkt im Bus. Ja, siehst du? Ja. Hui. Eklig. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Alter, die hat das gerade erst eingestellt. Die hat das asiatische Essen vor Aldari in der Hose versteckt. Vorbei. Oh, schön. Asiatisches Essen in der Hose. Schön warm gehalten. Und sagt so zu mir so, nee, weißt du? Merkst du selber, ne? Ich will nicht wissen, worunter ich schon manchmal mein Spiel gesehen habe, deswegen guck ich dann immer zweimal unter einer Flasche. Okay. Ja, man besucht auch. Die macht sich gerade fertig. Ja. Yeah. Ich habe gerade schon gewundert, ich dachte so, hä, ich habe eine Stimme gehört. Wer kotzt da? Ich habe gekotzt. Niemand kotzt also, hier. Ich habe gekotzt, weil Aldaria auch in der Hose warm gehaltenes Essen steht. Ja. Das war nicht so lecker. Ja, was denn? Das ist doch von Asiatinnen. Das schmeckt das Asiatische erst. Das ist richtig asiatisch. Das ist die Spezialwürzung. Oh ja. Ich sehe Ryan gleich schon aufs Klo laufen. Die asiatische Nudel? Die asiatische. Oh nein. Ja, wie man Aldaria halt kennt. Oh, 700. Jetzt darf ich den Wanderweg der Pandas nochmal fahren. Wieso? Weil niemand die mit dem Erdgasbus gefahren ist. Ich hab keinen Erdgasbus. Wir hatten da noch keinen Erdgasbus. Also, doch, hatten wir. Ja. Oh. Wir müssen die Strecke aber mit einem Erdgasbus fahren. Ach so. Ich fahre die aber nur einmal. Ich fahre jetzt kein Rundding. Ja, sei dir gegönnt. Ja, die Strecke ist schrecklich. Weiß nicht, wer sich die ausgedacht hat. Doch, weißt du. Nee, doch. Ich möchte, dass Hybrid diese Strecke als allererstes fährt. Okay. Jedes Mal, wenn der Panda sieht, muss er aussteigen und loslaufen. Oh Gott, das wird eh passieren. Nächster Halt. Der Wanderweg. Erdgas ist easy. Lochgraben, reinpupsen und schon hast Erdgas. Oh Gott. Das ist nicht der Erdmethan. Einzel, Standard. Nächster Halt, Oakville Zentrum. Südspeiche. Ich bin wieder in der Südspeiche. Aha, ich habe einen Schwarzfahrer. Eine Fahrkarte bitte. Ist er schwarz? Ich frage von einem Freund. Farbig, wenn ich bitten darf. Farbig. Schwarze er kann sich auch einfach schwarz angezogen haben. Hier, bitte. Mauzi hat schon wieder einen Fisch gefangen. Dann dunkel. Nein, nichts mit dunkel. Dunkelschmunkel, sag ich immer. Nee, mit Schuhcreme angemalt. Mama. Weg da, ich fahr bei Rot. Siehst du, Kitty hat den Dark Mode an. Ich sowieso, ja. Autogramm macht Spaß. Autogramm macht richtig Spaß. Aber ich darf ja nicht. Aber ich öffne mir gleich den Energy. Wenn wir jetzt bei Autos fahren, könntest du so viel rammen, wie du wolltest. Hat jeder sein eigenes Konto und irgendwann geht dein Wagen nicht mehr an. Ja, geil. Zurück gefällt das Game? Ich glaube auch. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Klar, jetzt kommt die rosa Ananas. Kuh hier wieder.
Was ist Beethovens Lieblingswurst? Frucht Ananas. Lieblingswurst. Ananas. Beethovens Lieblingswurst. Die in Ananas. Lede Leberwurst. Leberwurst. Salalami. Rot, 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 Wurst. Salami war gut. Eine Fahrkarte, bitte. Aber wir hatten das vorhin schon mal und da war bei mir einer sehr, sehr, sehr motivationslos. Danke. Und hat so gesagt, so, was ist Beethovens Lieblingswurst? Sie haben eine Fahrkarte. Ananas. Also. Er war richtig motiviert. So richtig. Nächster Halt, Nordspanien. Verstehe ich gar nicht. Ach ja. Oh, da schnarcht jemand. Gibt es denn eine Bodenwelle, dass ich den wecken kann? Bananana. So. Da Salami. Salami. Ach, schön. Was denn? War ja, das nix. Ein Geist? Ja, das war ein Geist. Genau. Das war ein Geist. Ganz. Oh! Richtig erkannt. Na, immer noch 16.000 plus. Passt doch. Ich muss gleich auf jeden Fall die Butter dekorieren noch. Endlich raus, das war eine Zwillingsschwester. Und doch. Christina. Einzelstandard, einer. Ja, oh. Mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Hans und Christina sind verwandt. Boah, das hat mich total umgehauen, ey. Wow. Das zu erfahren, das hat mein ganzes Leben einfach so viel besser gemacht. Echt? Wow, zwei Seriencharaktere sind miteinander verwandt. Mensch. Hat Iron denn Spaß? Ja, ich glaube, Iron hatte Spaß. Iron hat sogar einen körperlich beeinträchtigten Menschen mitgenommen. Körper nicht beeinträchtigten Menschen mitgenommen. Ihn überfahren. Sie hat das ja, einfach so gut ja. gemeint. Ich hatte mein Rollstuhlfahrer habe ich jetzt nur im Bus vergessen. Sie hat ja im gleichen Atemzug einen überfahren. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Ja. Vergesse ich einfach den Rollstuhlfahrer bei mir im Bus. Das war so dumm. Vor allem, dass ich helfe, warum geht's denn nicht? Vor allem, ich wirklich so, hä? Das war meine letzte Station, warum kann ich denn nicht? Hä, wo macht er denn jetzt? Ach, jetzt. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Oh, Markus, geh rein. Was? Was? Ja, da stand wieder einer in der Tür. Ja, warum denn Markus? Keine Ahnung, das war der erste Name, der mir eingefallen ist. Ich hoffe, alle Markus ist dieser Erde, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht. Warum nennst du ihn denn nicht einfach Siegfried oder so? Weiß ich nicht. Siegfried ist mir nicht eingefallen. Sigmund. Ja, Sigmund klingt kacke. Ja, eben. So kacke wie er. Herbert, nein. Nicht. Nein. Herbert zieh ich da nicht mit rein. Unser armer Herbie. Wiedersehen. Der Käfer. Ah ne, die Viera. Der Viera. Nee, das war schon richtig, das war schon Auto. Ja, aber Herbie ist auch ein Charakter von mir in Final Fantasy. Ich weiß, aber es ist auch ein Auto. Ja, aber eher. Ne? Ne? Was ne? Was tue mich denn so an? Ne? Stockerplatz. Ich neck dich gerne an. Heißt du doch. Ja. Das klingt irgendwie so richtig leidend. Nein.
Schade, dass du 1,9 Kilometer von mir entfernt bist. Du hast sowieso kein Interesse an mir und an unsere Kinder. Für Kinder? Ich bin zu jung für Kinder. Und was bin ich dann? Möchte ich hat Kitty haben? Keinen Spaß, der ist so ruhig. Ich glaube, Kitty ist einfach nur konzentriert. Und Kitty hat auch noch seinen Besuch bei sich. Das kommt auch noch hinzu. Oh. Deswegen ja auch eben die Stimme aus dem Off. Sozusagen. Ich hab die Bodenschwelle übersehen. Egal. Passiert. Nee. Mama, Mama. Panda, na, na. Oh mein Gott, sie rennt einfach über die Straße. Schade, warum hast du sie denn mitgenommen? Weil ich nicht Aidaria heiße? Oder Iron. Tims Geburtstag gestern Abend. Ja, oder so. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Mein Handy geht erstmal auf YouTube, okay? Danke, dass Sie so pünktlich sind. Schreien Sie mir nicht ins Ohr. Du, weil Sie alt sind, heißt das nicht, dass ich auch ein schlechtes Gehör habe. Sieh dir okay, den ganzen Abfall an der ich schreie dir ins Ohr. Oh, nee, lass mal. Okay, dann nicht. Juhu. Warum gebt ihr mir immer das Geld so groß? Okay, und ohne Witz, dann gebe ich euch das Geld halt auch nur noch ganz klein. Wenn ihr mir das so groß gebt, dann gebe ich es euch in klein. Noch in 5 Cent Stücken. Danke. Nee, ich habe es in 50 gemacht. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Das wäre lustiger. Mach ich gleich. Da. Da. Ja, immer die Leute, die noch mal raus wollen, ne? Echt? Schlimm. Passiert. Miau, 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 miau. Jetzt ist sie auch offiziell weg. Okay. Bisschen ruhiger. Ryan! Hm, was? Hallo? Wenn du jetzt für Kitty die aufsteigst. Hupe hört nicht, oh, ich wollte gerade sagen, die Hupe hört nicht auf. Die Hupe hört nicht auf. Es hört nicht auf zu hupen. Ich bin mach sie aus. Aber gehupt. Ich fass Schlangenlinien. Oh nein. Ui. Oh, ich habe was mitgenommen. Ah nee, habe ich doch nicht. Das war nur der Randstein. Ich war auf der Gegenseite. Ist der Typ gerade ernsthaft beschwert, dass es dunkel ist? Es ist tagshell. Ja, das Licht im Bus ist sicher. Wollen wir eine Abstimmung machen, damit wir Aidaria als Chef rausschmeißen? Nein. Was haltet ihr so davon? Nein. Dann müsstet ihr ja einen neuen Spielstand machen. Danke. Ja, das ist nicht so schlimm, ich hab nur welche. Vergiss es. Ich brauche eine Fahrkarte. Mit mir als Chef ist es lustig. Ihr dürft bei mir sogar Urlaub machen. Warte mal, letztes habe ich gefragt, dann ist es nein. Ja, ich habe das nochmal ein bisschen umgeändert. Eine Stunde Urlaub reicht, ne? Nein. Eine Stunde Urlaub. Ja, reicht, um kurz zum Kaffeeautomaten zu gehen und wieder zurückzukommen. Ich gebe das übrigens tatsächlich in 15 Stücken, ne? Ja, so muss das sein. Bleibst du mal bitte stehen, du Drecksauto? Eine Fahrkarte bitte. Weißt du, ich fahre und er fängt auch an weiter zu fahren. Obwohl ich blinke. So, hey. Einfach weh. Ich hab voll honkörter Musik. Woche Standard. Na klar. Na klar. Na klar. Bei mir gibt's keine Schwarzfahrer. Sag's immer wieder. So, einmal Gegenverkehr. Überholen. Und wieder auf meine Spur. Nächster Halt, Ostspeicher.
Bitte. Gerne, denken Sie Ihre Fahrkarte. Oh, das ist viel zu heiß draußen. Dann zieh dich aus, wenn dir zu heiß ist. Was? Ja, der Kerl hat gesagt, es ist ihm viel zu heiß draußen. Ich gesagt, er soll sich ausziehen. Gönnen wir den Leuten ausziehen, ausziehen, ausziehen. Dein Ernst? Ja, ich weiß ja nicht. Okay. Die Leute müssen auch ein bisschen lachen. Okay. Okay, warte. Der ist bei der Endstation. Es ist vollkommen okay, in die Bushaltestelle zu fahren, oder? Ja, ist vollkommen in Ordnung. Okay, was machen wir denn diesmal? Fahrkartendealer. Das hier. Das. Hä, warum steht denn bei dir da 27.500? Was ist denn da los? Das geht auch. Ich weiß, was schon ist. Dieses Mal. Ja, auch beendet. Oh, ich bin auch fertig. Ich nicht. Ich musste gerade erstmal gucken, wie sich das anhört bei dir. So, jetzt habe ich noch den Wanderweg der Pandas. Ich bezahle die jetzt auch in 5 Cent Stücken. Ja, jetzt müssen wir nur noch warten, bis Ryan ihre gewendet hat. Also ich zumindest. Weil ich fahre nochmal so eine kleine Runde. Okay, 5 Cent Stücke waren mir dann doch zu lange. Wolltest du echt noch 5 Cent Stücke zahlen? Ja, 17 Euro. Oh je. Yeah. Ach ja, ich kann die Busse erst was färben. Bearbeiten. Oh, wie viele tolle Farben haben wir denn jetzt? Nimm mal so ein Grün oder so. Okay, warte. Muss man jeden Bus zur Farbe der Strecke anpassen. Das wäre auch geil. Man weiß immer, welche Linie der fährt. Ah. Linie 1. Das wäre eigentlich auch lustig. Können wir aber nächstes Mal machen. Was heißt nächstes Mal? Ist es schwer, neu anfangen? Nee, wenn wir wieder zu zweit spielen zum Beispiel. Oder dann halt bei dem anderen. Ja. Wenn wir mal wieder ein anderes Gruppending machen. Dann mach ich das nämlich vorher mal. Auch cool. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Weil dann weißt du halt immer, welche da fährt. Oder für jedes Gebiet halt so, weißt du? Für den Astra-Park extra eine Farbe. Astra-Park und Siegwalden, bla bla, oder. Ne? Ja. Das stimmt. Gibt schon ein paar Möglichkeiten. Oh Gott. Jeder ist best. Was habt ihr mit Eldaria gemacht? Hey, was haben wir da gemacht? Was haben wir denn gemacht, Mappa? Ich verstehe es nicht. Ich
du meine Stimme? Ich habe auch gerade einen Typen gehabt, der so richtig lustlos Ananas. Mit dem Ananas kann ich noch nicht gern, der wird gerade gefahren von dir. Kann den anderen noch nicht sterben. Das frage ich euch. Ja, aber was genau meinst du denn, Mappa? Was genau meinst du? Ryan macht mich fruchtbar. Es gibt eine richtig extra große Energiedose. Oh nein. So. Das ist der Pizza. Die Anne habe ich leider gerade nicht hier. Aber doch, im Vergleich zu der, die ich vom anderen Mal hatte. So viel größer ist die gar nicht. Okay. Wo bist du? In dem anderen sind 350 Milliliter, in dem jetzt sind 568 Milliliter. Hä, das sieht gar nicht so groß aus. Ja. Ich hoffe, du hast ein Kind bekommen. Warum ist nicht mal? Hallo, das ist so doof. Na, geht's dir gut? Ja, schön. Ich esse dich jetzt, ne? Mappa, rufst du an? Ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, jetzt ist es wirklich soweit. Oh, eine geile Dose. Ich habe hier auch noch eine tolle Dose zum Trinken. Ja, ja, es steht auch im Kühlschrank. Ja, geht gleich los. Sehr gut, sehr gut. Was ist denn das für ein Spaß? Ich hoffe, ihr guckt gerade niemand ohne B zu. Doch, danke. Bitte? Was? Nee, dein Schatz sieht mich ja nicht, das heißt, die haben kein Bild zu dem, was ich gerade getan habe. Achso, ja. Aus der Mappe. Aus der Mappe! Obwohl, weiß ich nicht, ob Masuna auch bei dir ist, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Jetzt müsst ihr auch davon in die Liste gucken. Ach, du brauchst ja noch. Wie, ich brauch noch so, ich hab nur eine Haltestelle. Ich weiß, aber da wird es dahin. Ich warte nämlich gerade, damit ich gleich die neue Stelle. Ich glaube, das bringt trotzdem nichts, weil wir die 85% nicht haben. Meinst du? Ja, weil du die ganzen anderen Strecken nicht mit Fahrer besetzt hast. Ja. Aber wir haben du musst 85% der freigeschalteten Haltestellen mit Fahrern besetzen. Na gut, warte, dann stelle ich. Wir haben eh nicht genug Geld für Busse. Einmal einstellen? Ja, kommt drauf an, welche Strecke ich dem jetzt gebe, ne? Wenn ich dem. Deine Strecke jetzt gebe? Zwei Busse haben wir noch. Einmal. Und. Dem hier. Und der kriegt die andere. Passt doch. Ist nur eine Strecke umgesetzt. Ja, gucken. Nach der Runde, ob dann, also nach dem Spiel, ob es dann abgeschlossen ist. Okay, die fährt ja auch noch. Und somit habe ich eigentlich alle Busse abgedeckt. Ich glaube, das setzt sich dann, also das wird erst abgehakt, wenn alle aus den Strecken raus sind, ne? Das heißt, du musst rein theoretisch schon noch auf Kitty warten, wegen Dings. Oder wofür brauchst du 3-Wochen-Tickets? Sag ich gerade, Kitty, welches fährst du? Den Panda-Weg. Das ist meine letzte, danach habe ich alle einmal gefahren. Ja gut, okay, dann fahre ich auch nochmal eine. Das wird sonst, glaube ich. Wie fahre ich denn? Oh nee, ich habe keinen Bock durch die Stadt. The road to the hell. Start starten.
Leitungen. Ja. Gut. Ich miete meinen Knöpfe und alles besonders schützt du nicht. Der neue Bus ist echt hübsch. Siehst du, da hast du es. Tja. Tja, sagen die das. Ihr seid einfach noch Kulturbanause. Nein. Doch. Ich mag einfach nur kein Pink. Es ist auch kein Pink, es ist lila. Schade. Ja, aber sonst ist es immer Pink. Ja. Ja. Du musst ja auch zu unserem Schirmmotto passen. Ja, da hättest du auch einfach was anderes nehmen können, außer Pink. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Pink ist schön. Sehr pünktlich, raus. Danke. Tschüss. Raus. Einfach raus. Ich bin dabei, Darians Seite. Pink ist super. Raus. Siehst du? Also wir werden sie sagen, das Glück gewesen. Also du. Raus. Nein, wohin bist du verschwunden? Raus bin ich. Hast du abgebrochen? Nein, ich hab abgeschlossen. Ach so. Hat's gerade geblitzt? Oh, ich bin geblitzt worden. Sigmar. Ach, hat er geschafft. Bitte eine Fahrkarte haben? Ja, komm, dann nehmen wir das nochmal mit. Fährst du ein Runddings? Ja. Ich hab Road to the Hell. Hab ich gerade drin. Aber ich hab was Mittleres genommen. Und dann kriegt ihr noch ein bisschen Fahrt vor sich. Also nicht viel, aber ein bisschen. Ja, der Panda-Weg hasst mich jetzt schon. Hast du Rundfahrt oder hast du einfach nur. Normal, aber er hasst mich trotzdem. Okay. Oh, ich darf meine Funny Voice wieder wegmachen. Schade. Jetzt bin ich kein Minion mehr. Oder, nee, Chipmunk waren's. Das waren Chipmunks. Ich bin aus dem Chipmunk-Sein befreit. Ich habe eher das Gefühl, die Leute sind hier ein bisschen selbstmordgefährdet auf dem Wanderweg. Was? Ja, wir sind schon zwei Leute vor den Bus gerannt. Einfach so. Hast du sie beide mitgenommen? Cool. Ja. So einen Bus habe ich vorher noch nicht. Herr Conny, nicht bremsen. Viel zu viel. Schön. Wie weit bist du im Minus? Keine Ahnung, habe ich auch keine Lust nachzugucken. Fragen von Freunden? Ich frage. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Dein Freund geht das gar nichts an? Doch. Dann wäre das die bessere. Ich bin schon gefahren, Papa. Ich war 14.000 im Minus. Ich bin die einzige gefühlt, die da Plus gemacht hat. Aber das erklärt einiges, weil ich bin ja auch ein Panda. Ja, siehst du. Bei mir machen die sowas nicht. Na, schön, ey. Wirklich schön. Keinen Bock drauf zu warten, ne? Worauf? Ach du, alles gut. Ja, genau! Was? Hey, haben Sie ein Schlaglochsuchgerät? Hey, what? Ich frag mich. Achso. Jetzt weiß ich wieso. Was denn? Ja, nichts. Ich war ja blöd. War das ein Geist? Okay. Ich geh durch. Ach ja, die Haltestelle ist hier tabu hier gerade. Tabu. Ja, da ist eine Sperre. Spiel? Mhm. Schlagloch. Ja, ich dachte gerade, ich fahre in die falsche Richtung. Oh. Afro-Zirkus, Afro-Zirkus, Afro-Zirkus. Tupfen, tupfen, tupfen. Okay. Ja. Madagaskar.
Drei. Mhm. Hat sie niemand gesehen? Mhm. Afro-Zirkus. Afro-Zirkus, 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 Afro-Zirkus. Tupfen, tupfen, tupfen. Ihr kennt halt einfach Alok von Madagaskar 3. Ich kenn's, ich hab's. Ja, du ja. Aber das mit Tupfen. Ich kenn's auch. Sagst du jetzt? Das von mir. Oh, ist so einiges, wenn du so fragst. Schreibst du mir das, was du so willst? Soll ich? Ja, mach mal. Okay. Während der Fahrt oder? Nee, lieber nicht. Okay. Aber schön, dass du fragst. Ja, ich dachte, ich frag mein Lieber, bevor du mich direkt umbringst. Weil da brauche ich ja nämlich auch nicht mehr schreiben, was ich vorhab. Kaboom. Der Bus von Zürich brennt bestimmt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, wahrscheinlich. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Senior. Huch. Ha doch! Oh, ich fahre doch! Hier. Die ganze Stadt brennt. Ach, Zürich. Du sollst doch nicht gleich alles in die Luft jagen. Das tut doch nicht Not. Wieso bin ich jetzt 87 km minus? Was? Nicht ich, Zürich. Ich bin, Wie viele Menschen los. Hast du mitgenommen? Ich? So eine Frage? Meinst du Zürich? Ja. Zürich, wie viele hast du überfahren? Waren es vier? Genug. Ja, dann. Hast du da deine Antwort? Pro Person sind es immer 20k. Ich schätze einige. Nutze mit dir erfahren, was ist da los? Ah, herrlich. Ich soll dir als Busfahrer doch mitnehmen. Ich glaube aber nicht auf dem Weg, Zürich. Ich werde da ja auch ständig angemeckert für. Weiß auch nicht warum. Ich war auch der Meinung, man müsste sie so mitnehmen. Ryan sieht das so etwas anders als ich, leider. Ja, nur ein bisschen. Hier ist noch nicht mal mehr ein Auto auf der Straße. Ja, besser für dich. In keiner Richtung. Gar nicht, kann fahren, wie ich will. Schlangenlinien. Nächster Halt, Westspeicher. Zum Glück ist bald Sonntag. Frag mich mal, was, wieso? Ja, weiß ich nicht. Oh, jetzt sind wieder Autos. Schade, ich kann keine Schlangenlinien mehr fahren. Oh, der will ja ein Fahrticket hier haben. Dann da. Nein, eines. Danke. Eine bitte. Fahrkarte, bitte. Tag, Stelle, Truppe. Danke. Gerne. Ja, Ryan, ich kann nicht fahren. Es funktioniert nicht. Weiß nicht, funktioniert. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich drück Gas, es passiert nichts. Hast du die Rampe draußen? Nein. Alle Türen zu? Ja. Drück mal P. Ja, immer noch nicht.
Das Problem hatte ich vorhin auch, ich habe einfach I, U, irgendwas, alles gedruckt, was ging irgendwie. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk? Ich hab da. Ich frag mich bis heute, wie das funktioniert. Steht ihr beide aufeinander? Ja. Ah! Oh, 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 das war ein Schlagloch. Wir stehen beieinander, ja. Ich will nicht. Nicht den Kreisel berühren. Alles, aber nicht den Kreisel berühren. Nicht den Kreisel berühren. Liegt ein Mensch unter dem Bus. Du solltest dir endlich mal die Aussicht am Hafen anziehen. Ich glaube, da würde ich mir Gedanken machen. Wenn da plötzlich ein Mensch drunter liegen würde. Hui. Kannst du jetzt weiterfahren? Nö. Hm. Ich schlag vor, Kitty fährt, bis Hybrid da ist. Wenn Kitty das möchte und Kitty irgendwann weiterfahren kann. Wo kann ich fahren? Ich glaube, ich muss die Fahrt abbrechen. Ja, stimmt gerade nicht. Nein, warte! Warte einfach, bis ich mit meiner Runde fertig bin. Komm dann rum und dann helfe ich dir. Moin, moin. Moin. Ich schaff das. Na klar. Oh nee, warum krieg ich jetzt den Rolli? Tut mir leid. Was? Augenblick. Warum krieg ich jetzt den Rolli? Ja, ich dachte, der möchte bei mir mitfahren, aber möchte er gar nicht. Huch. Nee. Achso. Hä? Ah, jetzt. Nächster Halt, Siegwalden, Lachstraße. Uäh. Wir fahren jetzt zu meiner letzten Haltestelle, da komme ich. Der Schein reicht. Oh, du wieder. Wieso? Das sagst du doch immer. Ja, weil ich ganz genau weiß, wie du das auch. Ja, nee. Oh, ich konnte es irgendwie fixen. Frag mich nicht, wie. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich konnte vorhin auch irgendwie nicht fahren. Ich auch nicht. Aber bei mir war halt die Rampe draußen, obwohl sie mir nicht angezeigt wurde, also. Ach ja. Das prangere ich an. Viel Spaß. Ich habe mittlerweile schon Leute, also einen Streamer erwischt, der das mittlerweile auch sagt. Das prangere ich an. Was? 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 Was genau prangerst du an? Ich war gerade abwesend im Geist doch. Ja, nicht nur da. Was würde das denn heißen? Ich stehe an der falschen Haltestelle. Ja, siehst du? Das sagt einiges. Okay. Nächster Halt, Augstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Gut, dass sich die Busleutchen hier, Busmitfahrer, nicht über meine Fahrweise beschweren. Hoffentlich vergesse ich den Rolli nicht. Ja, ich sag da immer, ich brauche Hilfe. Ich hab ihn auch vergessen. Eigentlich sagen die das ja. Ich hab ihn auch vergessen. Ja, ich weiß, deswegen habe ich ja gerade gesagt. Oh, da hat jemand Müll liegen lassen. Der Rolli?
Der musste doch noch drin übernachten. Fast. Oh, 21.000 plus. Das ist doch schon mal gut. Das ist gut, ja. Und nur 2.000 Kollisionen, was ist denn da los? Ja, die Strecke mit dem Erdgasbus ist schon mal fertig. Bin mal eine halbe Stunde weg, Beine vertreten und Kopf leeren. Mach das, Masuna. Mach das. Ah, schön, schön. Ja. Life is life. Na, 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 na. Ja. Aidaria lernt. Was? Hat Papa gesagt. Also ich könnte uns jetzt noch einen Bus kaufen. Life is life. Na, na, haben wir noch andere Erdgasbusse? Wir haben zwei. Ja, 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 kann nee. Auch, kannst aber noch mehr kaufen, rein theoretisch. Also noch einen, wenn es reicht. Diese. Diese, okay, das andere sind beides nur diese. Neun. Da kaufen wir uns noch einen dritten Erdgasbus. Oder einen Gelenkbus. Nee, ist zu spät. Oh. Ich fahr gern mit einem Gelenkbus. Wie viel kostet der? Zu viel, warte. Der Ziehharmonika-Bus kostet 420.000. Okay. Weiß alles über die Nachtbus-Katze. Okay, eingestellt. Ach ja. Ob ich ein bisschen durch bin? Nur ein bisschen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall für jede Strecke einen Fahrer. Und wir haben drei Erdgasbusse. Das sollte jetzt aber reichen. Ja, wir müssen halt warten, bis Kitty fertig ist, ne? Sonst aktualisiert sich das nicht. Oder musst du die Leute rausnehmen, die gerade keinen Erdgasbus fahren? Das kann ich auch. Der Schüler steht mit ausschließlich bla und da brauchten wir auch zwei Erdgasbusse und da hattest du ja auch alle anderen rausgenommen. Da steht ja ausschließlich Erdgasbus. Du kannst jetzt nicht 20 Erdgasbusse kaufen, gefühlt. Okay, warte, der hat einen Erdgasbus. Der hat auch einen Erdgasbus. Ein Erdgasbus? Der hat keinen Erdgasbus. Und dann wahrscheinlich auch die mit den ganzen Strecken, ne? Warte, die vier lasse ich mal. Road to the Hell lege ich einmal um. Toppla die Hoppla, da lege ich einmal um. Okay, ordne mindestens einen Fahrer zu und wähle ausschließlich Erdgasbusse, habe ich. Oder haben wir? Dann lag es daran, ja. Okay, und dann kann ich jetzt ja wieder mit den 85% kann ich ja alles anderes machen, ne? Ist ja abgeschlossen. Du könntest rein, ich weiß gar nicht, du könntest rein theoretisch eine extrem lange Strecke machen. Die muss natürlich erstmal einer fahren, weil sonst kriegst du aber keine Kohle durch die Dings. Aber versuch's einfach mal mit den anderen Leuten dir Zeit zu stellen, weil ich weiß nicht, ob der andere Punkt dann weggeht. Stell mal bei der anderen Strecke jemanden ein. Dann werden wir es ja sehen. Nee. Okay, also eine recht lange Strecke. Irgendjemand in meinem Bus hat Bauchschmerzen. Machen wir das mal weg. Eine recht lange Strecke. Aber warte mal, an sich ist ja der Punkt nicht weggegangen. Das heißt, du kannst das an sich schon so lassen. Hä, warum ist denn bei der ersten Strecke kein Fahrer drin? Weil ich sie jetzt gerade wieder rausgenommen habe, um die richtig lange Strecke zu machen. Achso, nee, weil wir brauchen an sich... Aber eigentlich haben wir doch 85% der Strecken. Deswegen ja. Wir haben sie eigentlich... Es ist alles besetzt. 5... Ja, ja, aber fünf, ich glaube fünf alte Stellen. Obwohl.
Werden. Kitty, bist du schon durch mit der Route? Nee, du bist noch nicht. Lass mal Kitty erstmal zu Ende fahren. Okay. Guck mal, ob es dann geht. Weil eigentlich haben wir 85% der freigeschalteten Haltestellen. Ich glaube, wird irgendeine Haltestelle überhaupt nicht angefahren? Ja, das alte Sägewerk. Wird überhaupt nicht angefahren. Kann ich irgendwo mit reinnehmen? Und Hafen, Zentrallager. Aber die machen ja nicht so viel Prozent aus, denke ich mal. Aber wenn du sie jetzt noch irgendwo mit reinnimmst, dann müssen wir die Strecke aber fahren, ne? Ach so, ja gut. Dann musst du die erst einmal fahren und dann... Aber es sind zwei Haltestellen, als ob die so viel Prozent ausmachen. Welche wird denn noch nicht angefahren? Zentrallager beim Hafen da unten. Ach da, ja stimmt. Ich glaube alle anderen an... Oder? Alle anderen müssten angefahren werden. Oh, jetzt ist Tipsy wach. Hallo Tipsy! Es sei denn beim Astra Park wird irgendwas nicht angefahren. Jetzt, jetzt wird's angezeigt. Kitty musste erst beenden. Ja, siehst du. Und ich habe ja auch schon wieder Schaff bekommen. So, nein, ich will das nicht hören. Ah, nächste Strecken. Schön. Nutze Fahrer um eine Strecke mit max 8 Haltestellen. Okay. So, wie nennen wir denn diese Haltestelle? Warte. Fruchtbarkeitsweg. Huch, warum schreibe ich jetzt groß? Ich möchte ein Gelenkbus. Kannst du dir aber noch nicht, oder? Nee, können wir uns noch nicht leisten. Irgendwie hoffe ich, dass Hybrid bald kommt, mir tut das Knie nass weh. Ja, wo bleibt der eigentlich? Der ist noch unterwegs. Ja, das geht so nicht. Der kam nicht weg von da, wo er ist. Das geht so nicht. Und warum sagt er dir das und mir nicht? Das geht auch so nicht. Das prangere ich an. Ananas. Ach, Mappa. So. Hauptbahnhof. Aber ich find's schön, dass sich jetzt alle irgendwie dieses Spiel holen, nur weil ich den Key dafür geschenkt hab. Nur wegen dem Fernbus-Simulator. Weil du den spielen wolltest, dann hab ich einfach den geschenkt. Die kann man nicht zusammenspielen. Mhm. Jetzt holen sich alle das Spiel. Ist schön. Ist schön. Gut, ne? Ja. Dann Steineck. Okay, nee, warte. Nehmen wir das weg. Kleine Quest. So. Passt das? Nee. Okay. Aber in Steineck sind doch schon zwei frei. Habe ich doch damit reingenommen. Hauptbahnhof ist mit dran. Okay. Dann nehme ich den mit raus. Mache ich das? Mache ich das? Dann müsste das gehen. Nee. Ach, bei der 3 sind. Ach, warte. Ob sie das denn. Warte. So.